Willkommen in Finistan. Ihr Ticket, darf ich bitten? Danke sehr. Nachdem Grenzschützer die Visa der Zuschauer kontrolliert haben, werden ihnen die Besonderheiten des Fantasielandes Finistan erläutert. Lachen ist verboten und die Wände haben Ohren. Welcome to Finistan. Here you are 100% safe. No laughing is allowed. We see your secret smiles. Bienvenue à Finistan. Bienvenidos a Finistan. In dem satirischen Theaterstück Sicher in Finistan verarbeiten Geflüchtete und Migranten Erfahrungen mit Machtstrukturen in sogenannten sicheren Herkunftsländern. Den roten Faden bilden zwei Ärzte, die aus Deutschland ausgewiesen wurden und in Finistan schnell Ärger mit den Geheimdiensten bekommen, erläutert die Leiterin des interkulturellen Theaters Monika Herrmann. Die Deutschen haben uns gesagt, alles ist sicher dort, ihr habt keine Probleme, und dann fangen die Probleme schon am Flughafen an, weil sie auf der Liste stehen und weil sie in ein Krankenhaus geschickt werden. Sie müssen eine Arbeit machen, die sie gar nicht können, und sie machen sie natürlich so, dass lauter Leute sterben oder ganz krank werden, weil sie es nicht können. Es ist natürlich eine Art Collage von vielen Szenen und vielen echten Geschichten, die aber so übertrieben wurden, dass sie einfach wieder ein bisschen lustig sind und Abstand schaffen. Ich bin der Diktator, alle lieben mich. Mithilfe von Tanz, Liedern, Pantomime und Filmausschnitten bringen die 22 Mitwirkenden des Stücks den Zuschauern ihre Erlebnisse und Schicksale sehr nah. Jeder von uns wollte die Freiheit, aber wir bezahlen jetzt den Preis der Freiheit. Wir haben richtige Diktator in unseren Ländern. Und das ist eine gute Erfahrung. Wir können mit anderen Leuten teilen. Und das ist eine gute Möglichkeit, weil Deutsche können verstehen, was passiert vor orientalischen Ländern und wieso viele Leute jetzt gerade sind in Deutschland. Ein Diktator ist es einfach ein kleiner Mensch, der keine Macht hat, aber der hat halt einfach Armee, Polizei, die ihn schützen. Alle sind gegen mich! Verdammt nochmal! Am Ende des Stücks lachen Zuschauer und Schauspieler gemeinsam über den abgesetzten Diktator, der aus Angst vor Anschlägen ins Exil flüchtet. Sehr gelungen und sehr fetzig. Ja, lauter Überraschungen. Eine nach der anderen. Ich fände es super. Wunderbar. Viele gute Ideen. Diese Zusammensetzung von den verschiedenen Kulturen waren sehr anregend. Es hat mir gefallen. Es ist ja düster, finde ich, aber es ist ja Reality, gell? Die Welt ist überhaupt nicht durchschaubar. Ich bin ein bisschen beklemmt im Moment, aber fand es auch vom Schauspielerischen her ganz toll. Ich fühle mich einfach noch sehr nah durch diese ehemalige DDR-Zeit. Diese Erinnerung kam jetzt wieder, ja, wie nah das auch noch bei uns ist mit den Sicherheitsdiensten und diese Ängste. Aber war sehr, sehr gut.